So, Delle. Weiter geht's. Wie immer. Was ist denn eigentlich mit dir? Du liegst da einfach nur so faul rum, oder? Bist du dagegen gelaufen? Du bist dagegen gelaufen, ja. Deswegen ist auch die Delle. Und deswegen reibst du ja auch das Knie. Hast du gut gemacht. Es erinnert mich übrigens an die Szene von Family Guy. Kennt ihr die? Wo Peter dann da liegt und... Das ist witzig. Könnte ich mich jedes Mal wegschmeißen. Was ist denn das? Ah, wunderbar. Wo müssen wir überhaupt hin? Das war doch hier oben, gell? Da lang. Gut, dann holen wir uns jetzt den Funkturm. Aber ich werde erstmal hier ein bisschen Paragliding, natürlich. Komm, auf jetzt. Hier, Feuer frei. Also ich habe gehört, dass man hier auf jeden Fall auch so eine Art Regen haben kann, aber das hatten wir bisher noch gar nicht. Gucken, ob das noch kommt oder ob das einfach nur questbezogen ist. Yay. Ich probiere mal was. Boah. Ah. Perfekt, hat geklappt. Ja, warum auf der Straße fahren, wenn es im See viel besser geht? Ach, hier, ich sehe ihn doch schon. Sprich mit Buck, das machen wir gleich. Wir holen uns erstmal diesen wunderschnuckligen Funkturm. Toll. Das Ding ist im Arsch. Verdammt, ich wollte eigentlich nur da hochspringen. Naja, egal. Wie weit ist es denn noch? 200 Meter, das geht ja. Wie viel Munition haben wir? Ach, wir haben noch 3 Schuss für das Ding und ein Magazin. Mann. Ja, diese Laufwege sind teilweise echt lang. Was ist das? Hey, fein. Medizin? Ach, Kacke. Nicht schon wieder. Haut ab. Danke. Ebenfalls danke. Scheiße. Oh, nein. Nein. Haut ab. Dreckshund. Ja, Entschuldigung. Aber was soll ich machen? Gefressen werden. Alter, die gehen mit. Aber ich bin brutal, ja? Dich Takedown nicht. Arschloch. Ja, so sieht's aus. Mit seinen scheiß Molotovs da. Unglaublich. Na komm. Ah, wir können's ja. Dann heile ich uns mal kurz. Ist das nur der eine? Oh, das tut mir leid, ehrlich. Also eigentlich tut's mir das nicht, aber man ist ja doch nett. Nehme ich mal an. Ich nehme es an, ich weiß es jetzt nicht. Ja, Jungs, wie gefällt euch eigentlich das Spiel bisher? Das wollte ich euch mal fragen. Ich habe nämlich schon ein bisschen Resonanz per Mail bekommen. Und gesagt bekommen, das läuft ein bisschen besser als Borderlands 2. Was mich persönlich wundert, ich spiele nämlich beide Spiele gerne. Nur ich merke, dass das mit den Rollenspielen hier immer so eine Sache ist, weil es dauert relativ lange jedes Mal. A, hier was zu rendern und B, auch immer aktuell zu bleiben. Weil die Sache ist ja, wenn man viel spielt, sag ich mal, nimmt man auch viel auf. Wenn man viel aufnimmt, hat man viel zu rendern und hochzuladen. Aber ich muss zugeben, mir macht das Spiel hier definitiv auch ein bisschen mehr Spaß als Borderlands. Das liegt vielleicht daran, weil ich diese Echtzeit
Stimmung hier so mag und nicht dieses Zukunftsgedöns wie bei Borderlands. Aber trotzdem, beides super Spiele und ich mache ja mit beiden so lange weiter, bis ich die Dinger fertig habe. Ah, hier hoch, ja, ja. Ihr merkt, ich bin schon wieder verschnupft. Liegt vielleicht am Kaffeekonsum, den ich zu mir nehme. Ah, oh, hier, guck mal, direkt hochgeklettert, perfekt. Na komm, mach auf. Yes. Weg mit dem Scheißding, hoch damit und rechts nach damit. Yes, das haben wir schon mal. Jaha, nochmal Matrix und... Ja, Alter, oh, krass. Ah, schaut mal einer an, eine Höhle. Schön. Wirklich, zum Knutschen ist das. Zum Knutschen. Ah, hier ist eine Kiste nochmal. Na komm, auf. Okay, wir können wieder viele, viele Sachen gratis im Shop kaufen. Das ist praktisch. Oh. Kacke. Ein Spinnenfetisch. Fetisch hört sich für mich immer so nach sexuelles Verlangen an, was es ja auch eigentlich ist. Zumindest, wie sagt man, sexuelle Vorliebe, genau. Fetisch. Fetisch. Achso, das wird wahrscheinlich die Höhle sein, wo ich jetzt rein könnte. Sag mal eine Frage, habt ihr schon mal von dem Pet oder von Petplay generell gehört? Petplay. Das ist, wenn... Ah, Geld. Das ist, wenn zwei Parts da sind. Ein dominanter, ein normaler Part. Der eine zieht sich an wie ein Tier und der andere, ja, behandelt den Menschen wie ein Tier. Das ist, Gott, das ist so kaputt. Ihr müsst das mal bei YouTube eingeben. Exklusiv Petplay. Ich wusste bisher noch nicht mal, dass es sowas gibt. Und als ich das gesehen habe, ey, wir sind fast vor Lachen verreckt. Ohne Scheiß. Wussten gar nicht, was wir machen sollten. Ob wir jetzt heulen oder lachen sollen. Das war unglaublich. Also verrückte Scheiße meine ich unglaublich. Ich würde so gern. Ja, ich muss da rein wieder, gell? Ja, natürlich. Hi, Arschloch. Wie zum... Du Ficker, du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst, ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Aber Jace, keine Sorge. Denk an Keith. Keith heult die ganze Zeit nur. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul! Nein. Erst noch eine Geschichtsstunde. Hör zu! Also Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Baxter, natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage, antwortest du. Klar! Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha Yang vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt. Versklavte alle Einwohner, aber Zheng He, oh, der fiese Zheng He, hat sein Reich in kürzester Zeit vernichtet. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace, sehr aufgeweckt. Der Schatz. Keiner weiß, wo er ist, jedenfalls nicht auf dem Boot. Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben, aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht trödeln, Jace. Hau rein. Viel Glück. Ah, du dummes Stück. Du bist schon wieder weg? Ja, natürlich. Wie ein Geist. Wie ein Geist. Aber ich glaube, das ist einfach nur von den Entwicklern aus Versehen so gemacht. Erforscht die Mine und findet den das dritte Kompassteil. Ach, fuck you. Ohne Mist. Scheiß Kompassteil. Finde den Kompass, hilft dem. Ey, Kind muss es ja wirklich wert sein. Ohne Mist. Was ist denn hier? Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Ja, wie ein Indie, oder was? Was zum Henker machst du? Du springst da jetzt aber nicht rein, oder? Alter. Oh, guck mal einer an. Ist da noch einer? Chinesen, Japaner, Briten, die waren alle mal hier auf der Insel. Ich hab vergessen, mir einen Schalldämpfer zu kaufen. Fuck. Eine
Das war cool. Ach komm. Mensch. Da krieg ich nichts mehr. Na komm, ich will dich plündern. Danke. Fress das. So. Als er mit dem Zeug. Oh oh. Ah, du Pissbacke. Kopfschuss von da hinten. Perfekt. Ich will nur die Leiche plündern. Da kommt Leiche plündern. Ich nehme aber lieber die MP5. Die geht zum Schießen doch ein bisschen schneller. Moment, Moment, Moment. Perfekt. Da ist doch das dritte Kompassteil. Ah ja. Was ist jetzt los? Natürlich. Natürlich. Oh, Headshot. Ich halte absolut nicht vor, mich grillen zu lassen. Ich hab dir in den Arsch geschossen, Mann. Hier wieder ganz viele Leute zum Plündern. Perfekt. Als er damit. Na kurz. Ja, gut. Damit ich das schnell wechseln kann, versteht ihr? Ah, dies. Mir geht das so auf den Sack, dass man als die AK oder so auswählen muss. Fast. Und dass man als rumlaufen muss, damit man die richtigen Leichen plündert und nicht die AK auf einmal aufnimmt. Bin ich jedes Mal kotzen, ohne Scheiß. Komm. Manche lassen sich gar nicht plündern. Na gut, das sind halt kleine Bugs, aber das ist zu verschmerzen, ehrlich, bei so einem geilen Spiel. Ach du Scheiße. Na klasse. Scharfschützen. Ja. Ich muss langsam machen. Hab ich? Nein, hab ich nicht. Ach nö. Komm schon. Wo bist du? Los, hol dich! Scheiße. Mist. Verdammte Scheiße. Machen wir anders. Scheiße. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Na komm. Ah! Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Au, 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 au. Das scheiß Feuer kommt näher.
Na komm. Das war's? Ja. Ich glaub schon. Ich glaub, das war's jetzt. Oder auch nicht. Fress das! Ja, so geht's auch. Was gibt's denn hier noch? Danke für das ganze Zeugs. Ah, hier eine Schutzweste. Perfekt. Ja, das läuft doch hier langsam. Halten, um Kiste zu plündern. Machen wir doch gerade. Was gibt's denn hier noch? Hier gibt's gar nichts mehr, gell? Nee, nur Feuer. Brenn! Ah ja, noch mehr Leichen überall. Wir sind wieder eine kleine Ein-Mann-Armee. Ich find's sehr süß.